Die Inselstadt Amity Island steht vor einem wunderbaren Sommer. Die Geschäfte und der Bürgermeister erwarten wirklich gute Einnahmen, gerade durch die Touristen am 4. Juli. Und was macht der neue Polizeichef Brody? Versetzt erstmal alle in Angst und Schrecken, weil angeblich ein Mädchen durch einen Hai getötet wurde. Tja. Und dann bekommt er auch noch Unterstützung von einem schnöseligen Meeresbiologen namens Super. Ich bitte euch, erst wenn 3 weitere Menschen sterben, dann können wir mal über weitere Konsequenzen reden und wie wir das angehen werden. Oh. Quint, du Haifänger, du sollst raus, nimm bestenfalls euch noch Brody und Hooper mit und dann raus aufs Meer und fangt den Wal, den weißen Hai, ja, fangt den, los! Worte, was sind Worte, um diesen Film zu beschreiben? Ein hungriger, 27-jähriger Regisseur soll in 50 bis 60 Tagen einen Film drehen, der sowohl an Land als auch im Wasser spielt. Mit einem mechanischen Hai, der so gut wie nie funktionieren will, mit einem bei Drehbeginn nur halbfertigen Drehbuch, insgesamt mit über 100 Tagen Verspätung, dass dieser Film überhaupt fertig wurde, ist ein Wunder. Und was dann zu sehen war, ist noch heute großartig. Es gibt wirklich so viel, worüber ich reden könnte bei der Weiße Hai, aber ich möchte mich auf ein paar Punkte reduzieren. Zum einen, ich war wirklich überrascht beim erneuten Ansehen, wie zielstrebig dieses Pacing ist. Wir haben bei einem zweistündigen Film nach nur 15 Minuten bereits 2 Todesopfer zu beklagen und die Erkenntnis, dass dieser Hai wirklich existiert und dies wirklich gefährlich ist. Man ist also wirklich direkt drin in der Szene. Bei einem anderen Film, über den ich jetzt mal kurz noch reden will, und das ist Interstellar, nach 24 Minuten wird diese Geheimbasis, diese geheime Raketenbasis entdeckt. Das sind 10 Minuten mehr. Aber diese 10 Minuten sind gefüllt mit Dialogen. Es gibt bei Interstellar so unglaublich viele Dinge, bei denen man wirklich fühlen kann, oh, wir müssen irgendwie auf diese knapp 3 Stunden kommen. Ja, lass mal bitte die Cutterschere dort liegen. Ist okay. Beim Weißen Hai haben wir kaum überflüssiges Material. Es geht wirklich sehr zielstrebig zu. Und apropos Laufzeit, die erste Stunde verbringt der Weiße Hai an Land, die zweite Stunde auf See. Also, der Film verbringt die erste Stunde an, die zweite auf See. Der Hai ist immer im Wasser. Und dort auf dem Meer sollte doch bald der Showdown sein. Was machen die da noch eine Stunde? Auf See fängt das Drama erst wirklich an. Denn nun sind die gefühlten Jäger ganz plötzlich im Element des Hais. Und apropos Hai, der Umstand, dass dieser mechanische Hai so gut wie nie funktionierte, das hat erst diese Angst vor dem Unsichtbaren möglich gemacht. Eigentlich war geplant, dass der Hai durchaus häufiger zu sehen ist. Aber dadurch, dass das Scheißteil fast nie funktionierte, musste man ein bisschen tricksen. Zum Beispiel bewegende Unterwasserkamerafahrten, die das Auge des Hais symbolisieren soll. Oder dieser Tropus von Spielberg, ich weiß gar nicht, ob er ihn erfunden hat, ob er es übernommen hat, aber heutzutage wird das gern der Spielberg-Look genannt, dass die Kamera erst die Reaktion des Schauspielers filmt und dann erst die Kamera umdreht und dann zeigt, was der Schauspieler denn da sieht. Das haben wir in Jurassic Park, das haben wir in E.T., das haben wir in fast eigentlich allen Spielberg-Filmen. Und hier hat dieser Trick Spielberg wirklich den Arsch gerettet, weil so konnte man erst die Reaktion des Schauspielers zeigen. Wenn der erstmal in Ehrfurcht erstarrt, dann denkt man sich, oh fuck, was kommt da jetzt? Und auch wenn der Hai nicht immer ganz so glaubhaft wirkt, man schluckt es dadurch erstmal besser, dass der Schauspieler einem im ersten Jahr die Arbeit abgenommen hat. Und von der Musik möchte ich jetzt gar nicht anfangen zu schwärmen. Dieser Score von John Williams ist so unglaublich eingängig und trainiert den Zuschauer so verdammt gut, dass man dann im Laufe des Films auch sehr schnell damit spielt. Ja, ja, nur wenn die Musik ertönt, kommt der Hai. Und es gibt noch so viel mehr zu bewundern. Der Schnitt an sich, verschiedenste ikonische Szenen an sich, die USS Indianapolis-Rede von Quint allein, das ist so unglaublich gut, inklusive des feuchtfröhlichen Openings dieser Szene, was die nachfolgenden Worte von Quint nochmal so viel stärker macht. Und ja, als Freund von Hain muss ich auch einfach auf die reelle Tragik des Films zu sprechen kommen. Es ist natürlich ein großes Zeugnis für den Regisseur, wenn die Leute, nachdem sie den Film gesehen haben, wochenlang Angst haben, ins Wasser zu gehen. Da kannst du sagen, yes, geschafft, es funktioniert. Im selben Atemzug wuchs die Furcht und der Hass auf Haie, ganz speziell den weißen Hai. Und ja, auch dank des Films steht der weiße Hai heutzutage auf der Liste der bedrohten Tierarten. Und Haie an sich gelten auch heute in der Öffentlichkeit als blutrünstige Bestien, was sie nicht sind. Wie alle Tiere folgen sie ihren Instinkten und wenn beispielsweise ein Surfer auf seinem Surfbrett rumschwirrt und aussieht wie eine Robbe oder andere Gründe hat, das kann man sich ja noch genau nachlesen,
ist blöd, aber es ist nicht absichtlich. Genauso gut könntest du vom Blitz geschlagen werden, du könntest von einem Tiger im Dschungel angefallen werden oder du könntest von einem herunterfallenden Klavier getroffen werden. Und all diese Gründe sind vermutlich noch wahrscheinlicher, als von einem Hai gebissen zu werden. Um mal zur Wertung zu kommen, der weiße Hai ist noch heute wirklich verdammt gut. Schocken, na, vielleicht nicht mal ganz. Spannung erzeugt der Film nach wie vor wirklich sehr gut und ich würde es auch wirklich jedem empfehlen, der mal einen guten Tier-Horrorfilm sehen will. Und auch unter den ganzen Steven Spielberg-Filmen ist der weiße Hai wirklich herausragend. Und damit schicke ich euch hinaus in die Filmwelt. Wir sehen uns morgen wieder um 12, vielleicht mit ein bisschen mehr Stimme. Wie immer hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.